Hey, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Today! Yeah! Freunde, was geht ab mit Facebook dabei? Ach nee, jetzt seid mal ruhig, Patrick. Also, willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Und ja, gestrige Folge war ja die Folge, wo ich Material aus dem Livestream zusammengeschnitten hatte. Also die, naja, Endschlacht. Aber apropos End, ihr seht es vielleicht schon im Titel, aber dazu komme ich gleich. Erste Sache, wie gesagt, an dem Tag, wo die Schlacht war, war ja auch mein 12-Stunden-Stream und erstmal vielen Dank für den ganzen Support im 12-Stunden-Stream. Also wir hatten ganz kurz 26.000 Zuschauer und sogar bis, wir haben ja, ich habe ja um 13 Uhr angefangen und hatte dann bis 1 Uhr morgens gestreamt und haben noch gesagt, pro Subscription, also pro Abonnement, dieses kostenpflichtige Abonnement, dieser Support quasi, den ihr mir quasi geben könnt, es tut mich eine Minute länger. Das heißt, wir haben dann bis 3 gestreamt. Also ja, wir mussten dann bis 3 streamen. War ganz lustig. Wir hatten dann von 1:30 bis 3 uns spontan entschieden. Mein Bruder und ich hatten ja erstmal WoW dann gezockt. Wo ich muss ehrlich sagen, danke, dass auch bei WoW so viele zugeschaut haben. Hat mich echt gewundert. Und die Sache ist die, hier komme ich auch gleich. Die Sache ist die, dass wir dann dachten, boah, wir haben so Hunger. Ja, wir können ja jetzt nicht einfach in die Küche gehen, ne? Während wir streamen, haben wir uns gesagt, yo, nehmen wir unser Handy. Ich rufe mich mit dem Handy. Also ich melde mich auf dem Handy mit dem Skype-Account von meinem Bruder an. Rufe mich hier auf dem PC an. Über Webcam und dann mache ich in Open Broadcaster Skype rein als Ebene und dann konntet ihr quasi von meinem Handy uns sehen und sind wir in der Küche, haben wir auch einen Laptop, da haben wir dann den Chat angemacht und haben wir einfach gestreamt. Von den ganzen Kochaktion im Stream, wie wir dann gekocht haben. Wir sind dann später noch Zähne putzen gegangen mit dem Stream zusammen. Mein Bruder ist dann aufs Klo gegangen. Also richtig abgefuckt lustig. Das habe ich gestern Abend noch ein Video hochgeladen. Ich verlinke es euch mal da rechts oben auf dem i. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr auf das Video. Ist richtig lustig geworden. Also das ist aber auch mega behindert und so. Ne? Also müsst ihr schon mit einer gewissen Randomness reingehen. Ja, wie gesagt. Oh, wir haben hier eine Kiste. Nehme ich mal mit. Na, wusste ich gar nicht. Also, die Sache ist die. Ey, ihr seht schon. Die Sache ist die. Die haben unser ganzes Lager, was wir mit Mühe aufgebaut haben. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte echt, das geht jetzt runter so. Dieses ganze Rumheulerei, wer denn Recht hat, von, ob die Allianz jetzt im Recht ist oder stärker ist oder besser ist oder die Rebellion. Aber anscheinend will es doch nicht aufhören. Ich muss mich damit abfinden. Ist jetzt egal. Scheiß drauf. Aber ich muss sagen, ist jetzt auch egal. Vor allem, ich habe dazu ein Video gemacht. Das geht 2 Minuten. Das heißt Ansage an alle Craft Attack Zuschauer. Fertig aus Mickey Mouse. Dazu brauche ich nicht viel sagen, guckt euch das auch mal an und verlinke ich auch mal und danach ist das ready. So, das Allianzlager ist eigentlich am Arsch. Also ich habe mir jetzt nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass es kaputt geht. Bei dem Livestream ist auch vieles schief gegangen von der Rebellionsseite oder auch von unserer Seite. Ist es ja auch voll egal. Wichtig ist aber, dass wir das Ender-Drachenei haben. Da zeige ich euch mal für die Leute, die die gestrige Folge nicht gesehen haben. Und zwar hier gibt es eigentlich gar nichts so, ich brauche hier gar nicht die Kiste aufzumachen, denn hier ist wie gesagt nichts Wertvolles drin. Den Flamebone kann man nehmen. Ja, hier ist tatsächlich einfach nichts Wertvolles drin. Okay, ist das halt... okay. Ich hatte noch mehr Pläne, das auszubauen. Das ist so schnell hier, was das hier angeht, vorbeigegangen ist. Ist halt natürlich ein bisschen schade. Aber jedes Ende ist ein Neuempfang. Und zwar der Neuempfang ist nämlich dahin. Dahin hat Klüm damit... Also das hat mich echt überrascht. Tatsächlich wusste ich davon nichts. Ein Versteck vorbereitet. Ein gutes Versteck, wo wir auch das Drachenenderei gelagert haben. Denn mit diesem Drachenenderei haben wir eine starke Waffe bei uns. Also damit können wir auf jeden Fall, obwohl wir da jetzt kein Dings haben, ne? Und Revi immer noch seine Rebellion hat, haben wir mit dem Drachenei eine Waffe, die stärker ist als jede Basis. Für die Leute, die von Minecraft Ahnung haben, also sehr gute Ahnung, die wissen wahrscheinlich, geh weg von unserer Basis. Aber ihr dürft das hier auch nicht auslöschen, weil... Genau, da tut man ein Item. Man geht dann hier rein. Und geht so. Hier ist random. Das hat Klüm sehr schön gebaut, wie ich finde. Sehr gute Idee. By the way, Freunde. Ihr wisst nicht, was ich gemacht habe. Ihr glaubt es. Ich habe es auf Twitter gestern gepostet, für Leute, die auf Twitter aktiv sind. Aber kennt ihr ASMR? ASMR. Das sind Entspannungsvideos, wo Leute auf YouTube, also das gibt es nur im amerikanischen internationalen Bereich, Geräusche entweder mit ihren Händen, mit Alltagsgegenständen in ins Mikrofon tun und auch kaum reden. Ein bisschen flüstern so mit dem Typen, den ihr... Also mit dem Zuschauer und dann zum Beispiel sowas mal. Sachen, Geräusche, die einen entspannen sollen. Ich gucke mir solche Videos sehr viel an vorm Schlafengehen. Es gibt auch viele, die sich das angucken. Aber wie dem auch sei, ich weiß nicht wieso, aber ich habe gestern einfach jetzt gedreht. Es geht 20 Minuten lang und ich weiß jetzt nicht, ob ich das hochladen soll. Ich habe schon einen Channel dafür erstellt, der heißt ASMR Patrick. Der ist schon in meiner Subbox drin, aber ich verlinke euch den mal ganz oben. Tu euch mal ganz kurz ASMR, das ASMR-Video von mir einblenden. So, damit ihr wisst, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was ich damit meine. Überlege, das heute hochzuladen. Es könnte, also, wenn ihr sowieso guckt, dann abonniert meinen neuen Kanal.
denn da kommt ab und an mal so ein ASMR-Video. Ich weiß nicht, wieso ich das mache, aber Leute, die sowas nicht kennen, aber sich auf sowas einlassen können, könnt ihr auch den Channel abonnieren, dann kommt heute Abend das Video auf jeden Fall. Ihr müsst euch darauf einlassen. Es ist am Anfang bestimmt auch für Leute, die ASMR kennen, ein bisschen awkward, weil ich das bin, der das macht. Und die erste Minute kann etwas komisch sein, aber danach wird sich alles normal sein. Und ich habe das ein paar Leuten gezeigt, die auch ASMR gucken. Und die meinten, dass es denen gefallen hat, auf jeden Fall. Das hört sich alles so falsch. Also guckt euch das mal an. Ich zeige euch mal das Drachenei, Dragon Egg und Beacon. Also hier ist das Drachenei. Und meine lieben Freunde, ich habe hier noch, in der Kiste brauche ich gar nicht platzieren. Ja, was findet ihr es? Findet ihr es? Eine Drachenkopf, das brauchen wir auch. Kommt direkt mal da rein. Und das Wichtigste hier, die Elytra. Die Elytra, meine lieben Freunde, kennen wir alle. Ich war gestern nach dem Stream, nachdem ja die Rebellion den Drachen, der Allianzdrachen, den Drachen gelegt hatten, konnte man ja dann nicht in die andere Parallelwelt gehen. Und dann im Stream habe ich direkt ein Schiff gefunden. Und ich habe 2-3 Dungeons auseinandergenommen. Und nur ein Schiff habe ich halt bekommen. Was heißt nur immerhin. Und dann haben wir hier noch Rucksäcke. Es gibt in Minecraft Rucksäcke. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar, meine lieben Freunde, ich habe hier richtig viele. Ich habe auch noch richtig viele Mats, um einen Rucksack zu machen. Und zwar, man platziert die und da gehen die auf. Und man kann dann Sachen reintun, die abbauen ganz normal und mitnehmen. Hier und hier. Quasi erweiterte Inventare. Man kann leider nicht den Rucksack in einen Rucksack reintun, dann hätte man einen unendlichen Rucksack. Leider geht das nicht. Und mit diesem Shulker Shell kann man eine Kiste, einen Rucksack craften. Ich habe mehrere gemacht für die Allianzmitglieder. Hier ist noch einer, den kann man auch färben. Und hier habe ich noch mehr. Ich zeige euch mal, wie man einen craftet. Und zwar, man nimmt, man kriegt diese Shulkers Shells, kriegt man in den Schiff Dungeon oder ganz normalen Dungeon. Das sind diese Abwehreinheiten, die Projektile schießen, die einen in die Luft katapultieren. Die muss man killen, die droppen aber nicht so oft und dann kriegt man hier schön die Rucksäcke. Ich mach mal noch ein paar mehr. Das ist eigentlich richtig nice. Also Rucksäcke hätten die auch mal früher in Minecraft reintun können. So, ich mal einblenden. Ich weiß nicht, ob man, alle haben das Stream gesagt, man muss diese Rucksäcke nicht mit Silk Touch abbauen, aber ich mach's immer sicherheitshalber. Die Sache ist die, meine lieben Freunde, dass, ich blende mich mal kurz zur Szene ein, dann fliegen wir ein bisschen mit der Ellie. Das war die Szene und, hier müssen wir Cleanstone zubauen, so. Wir werden auf jeden Fall gucken, was wir jetzt, mit der Allianz machen. Ich überlege entweder hier, Rotpilz baut, der hat ja so eine Bat-Höhle gebaut, so eine Art untergründliche Höhle, sehr ausgebreitet. An sich müssen wir ja keine Festung bauen, wir können auch hier das hier so ausbauen und die Rebellion wird davon nichts erfahren. Dafür brauchen wir auch keine Abwehreinheiten, weil wir haben einen Geheimgang und der ist sehr schwer zu finden. Die einzige Möglichkeit, dass die uns finden könnten, wäre, wenn die einfach uns beobachten und uns verfolgen, wie wir da reingehen. Dann schreibt mir in die Kommentare, ob ich dieses Lager ausbauen soll mit krassen Sachen, mit krassen Geheimsachen. Und wir uns wieder vorbereiten auf den ultimativen Angriff, wo wir auch das Drachenei benutzen werden. Und da ist wirklich, dann wird aber auch endlich Ende mit der Rebellion sein, das verspreche ich euch. Dann ist die Rebellion auch höchstwahrscheinlich besiegt. Ich überlege auch, Dena und so einzuschalten. Ich weiß nicht, ob die sich auf sowas einlassen würden. Die machen ja so ein eigenes Ding. Würde mich interessieren, wir gehen jetzt auf einen Berg und dann wird auf jeden Fall mal mit der Lytra geflogen. Am geilsten wäre es, wenn ich über die Rebellion fliegen würde, ne? Das könnte ich ja machen mit der Elytra. Die geht auch kaputt, ne? Das heißt, wir müssen Mending draufklatschen. Mending auf eine Elytra ist super wichtig. Ist mir gerade eingefallen. Mending braucht man auf die Elytra packen, auf jeden Fall, weil sonst geht die uns kaputt und die ist auf jeden Fall nicht sehr unselten, ne? Schon seltenes Ding, muss man einfach mal sagen. Okay. Ihr seht schon, die haben richtig viele Kanonen gebaut. Das Problem ist, das Problem bei der ganzen Angelegenheit ist, Revi, das wird dir nichts bringen, weil wir haben das Drachenei. Du kannst eine Kanonen eigentlich auch direkt deinstallieren. Also ehrlich gesagt, mit dem Drachenei sind die Kanonen, ja, ich will ja nicht sagen useless, aber sind halt useless. Boah, ich dachte, die sind gerade geflogen. Das waren aber nur Partikel. Naja, auf jeden Fall, die Kanonen von Revi sehen zwar ganz cool aus, aber gegen unser Drachenei ist das wiederum eigentlich Peanuts, ne? Also, kannst du viele Abwehreinheiten bauen. Solange du das Drachenei nicht kriegst, wirst du auf jeden Fall schlechte Karten gegen uns haben. Würde ich mal einfach mal so behaupten. Erstmal gehe ich nicht höher. Höher wäre natürlich geiler, aber ich will jetzt unbedingt fliegen. Ich kann es nicht mehr aushalten. So. Okay, ich hoffe, wir sterben nicht. Alles klar. 3, 2, 1, go! Woo! Oh mein Gott, ich werde, glaube ich, so tryharden und für alle Elytra farmen. Oh mein Gott, wir machen YOLO, wir machen und ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben oder im Livestream, vielleicht streame ich heute. Ich weiß nicht, ob ich streamen werde, also bei mir ist immer spontan, außer so 2-Stunden-Streams, die kündige ich natürlich stark an. Ich streame halt immer abends und im Stream könnte mir natürlich helfen, was diese Raketen zu machen, wo man sich boosten kann. Ich überlege echt viel zu fahren, wie viele Elytras zu fahren für die ganze Allianz und dann einfach mit den Raketen zu boosten und dann einer mit Drachenei. Ich will ja nicht so viel spoilern, aber ne?
War so geil, ey. Die gehen schon, ja, nicht so mega schnell kaputt, aber schon, muss man auf jeden Fall Manning drauf klatschen jetzt. Das war's. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ein bisschen zum Lachen gebracht. Vielleicht so nach der Schule ein bisschen so den Tag noch versüßt. Also ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, natürlich. Über ein Abonnement sowieso. Und schreibt noch einen lieben Kommentar. Und ich will mal sagen, schaut beim letzten Video vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.